Zahlreiche zivile Opfer bei Angriffen zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee. Heftige Kämpfe in Saporischschja. Südafrika will Berichten über Waffenlieferungen an Russland nachgehen. Eurovision Song Contest in Liverpool. Nach dem zweiten Halbfinale stehen nun alle Finalisten fest. Im Nahostkonflikt halten die Angriffe zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee unvermindert an. Im Gazastreifen wurden am Donnerstag mindestens 30 Menschen getötet. In Rehovot schlug eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in ein Wohnhaus ein. Ein Mann kam ums Leben. Er ist das erste Todesopfer in Israel seit Beginn der Antiterroroperation. What we want to see is a halt to the fighting. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law. Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehr als 150 Ziele im Gazastreifen beschossen und dabei auch mehrere hochrangige Mitglieder des islamischen Dschihad getötet. Gespräche über eine Waffenruhe blieben nach Angaben Ägyptens bislang ohne Ergebnis. Sirenen heulen in Saporischschja. Nach Angaben der ukrainischen Behörden haben russische Truppen die Region innerhalb von 24 Stunden 70 Mal angegriffen. Mindestens 8 Menschen wurden nach heftigem Beschuss von Wohngebäuden in der Region verletzt. Das russische Verteidigungsministerium dementierte jedoch Berichte über aktive Kampfhandlungen in Saporischschja und Cherson. Moskau teilte dagegen mit, mehrere ukrainische Angriffe in Donetsk seien abgewehrt worden. Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärt, die Frühjahrsgegenoffensive, die seit längerem in Vorbereitung ist, müsse warten, bis mehr Waffen eintreffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, Europa sei bereit, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken. In der Schweiz haben beide Parlamentskammern für eine Änderung des Gesetzes gestimmt, das die Weiterleitung von Schweizer Kriegsmaterial an Drittstaaten bisher untersagte. Unterdessen haben die USA die Zusage Südafrikas begrüßt, Vorwürfen über Waffenlieferungen an Russland nachzugehen. Der US-Botschafter in Südafrika hatte das Land beschuldigt, trotz seiner erklärten Neutralität im Krieg in der Ukraine Waffen an Moskau zu liefern. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa forderte Beweise für die Behauptung. Kurz vor dem Ende der sogenannten Title 42-Regelung in den Vereinigten Staaten haben sich tausende Migranten an der US-mexikanischen Grenze versammelt. Die Regelung war vom damaligen Präsidenten Donald Trump eingeführt worden und erlaubte es, mit Blick auf Covid-19, Migranten aus gesundheitlichen Gründen die Einreise zu verweigern. In den vergangenen Tagen hat das Department of Homeland Security seine Präsenz an der Grenze verstärkt. Die Mitarbeiter sollen Menschen aus Lateinamerika davon abhalten, die Grenze zu überqueren. I want to be very clear. Our borders are not open. People who cross our border unlawfully and without a legal basis to remain will be promptly processed and removed. Von nun an gilt wieder der sogenannte Title 8, der bereits zuvor den Grenzübertritt geregelt hatte. Außerdem will die Regierung von Präsident Joe Biden weitere Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zum Asylverfahren zu begrenzen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus drängen jedoch auf eine härtere Gangart und verabschiedeten am Donnerstag einen weitreichenden Gesetzesentwurf zum Bau einer weiteren Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko. Die spanische Regierung greift den von Trockenheit geplagten Landwirten des Landes mit einem Paket von 2,2 Milliarden Euro unter die Arme. Es umfasst direkte Hilfen für Landwirtschaft und Viehzucht sowie steuerliche Erleichterungen und die staatliche Subventionierung von Versicherungspolicen. Außerdem werden rund 1,4 Milliarden Euro für den Bau neuer Infrastrukturen wie Wasserentsalzungsanlagen bereitgestellt. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual. El 10% de las aguas urbanas son reutilizadas al 20% en el año 2027.
In einigen Regionen Spaniens, wie Katalonien, sind die Stauseen im Schnitt nur noch zu 25% gefüllt. Die konservative Opposition kritisierte die Maßnahmen als ungenügend. Den Fuß in gleichzeitig zwei Türen zu haben, das versucht Italien zurzeit. Das Land will sowohl der Partner Chinas als auch der der USA sein. Und Rom muss sich nun entscheiden, soll man die Initiative der neuen Seidenstraße im Jahr 2024 auslaufen lassen, um sich so Washington wieder stärker anzunähern, oder soll man die Partnerschaft mit Peking am Leben erhalten? Ministerpräsidentin Giorgia Meloni scheint sich aus dem China-Projekt zurückziehen zu wollen. Sicuramente il Memorandum of Understanding non è un contratto, ma è sicuramente, e quindi non ci sono delle implicazioni e dei doveri legali che le due parti devono rispettare, ma è sicuramente un accordo tra le due parti, un accordo che ha un significato soprattutto politico, quindi ovviamente questo significato politico poi del Memorandum può riflettersi sulle relazioni economiche tra Cina e Italia. Sich weiterhin Peking zuzuwenden, könnte das Weiße Haus verärgern. Doch Meloni will nicht endgültig mit China brechen, um italienischen Unternehmen nicht zu schaden. Vermutet wird, dass weitere Handelsabkommen mit China unterzeichnet werden. Was die Beziehungen zu den USA betrifft, so hatte Präsident Joe Biden ein riesiges Konjunkturprogramm im Wert von über 7 Billionen Euro auf den Weg gebracht. Und viele italienische Unternehmen wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Doch um an Ausschreibungen teilnehmen zu können, muss Rom beweisen, dass es ein zuverlässiger Partner ist. Riskiert man eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn man sich von der neuen Seidenstraße abwendet? It does carry some marginal economic risks, but I do not expect this economic risk to be huge. Or perhaps we could see actions against, I don't know, for example, luxury brands in China via boycotts. But I do see this as a very marginal and unlikely risk. But if China does not see this move as something that is damaging its core interests, we're probably not going to see much. Die Zeit drängt, denn am 19. Mai findet der G7-Gipfel in Japan statt und Meloni wird von den Verbündeten zu ihrer Position befragt werden. Let the Eurovision Song Contest second semifinal begin! Die Bühne ist bereit für das große Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Liverpool. Am Donnerstag konnten sich 10 Kandidaten für das Finale qualifizieren. Armenien, Estland, Belgien, Zypern, Polen, Slowenien, Österreich, Albanien, Litauen und Australien. Hinzu kommen am Samstag die 10 Gewinner des ersten Halbfinales. Absolutely loved it. Everyone did a great job, but Australia obviously close to my heart. So they did a fantastic job. The 20 acts which have qualified in the semi-finals will also be joined by last year's winners Ukraine and the Big Five. Die Big Five sind die Länder, die den Contest hauptsächlich finanzieren: Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Italien. Sie sind automatisch im Finale. And the big question is, who is going to win this year's Eurovision Song Contest? Moldova, definitely Moldova. I love like the show and I love the music. It's very different. Yeah, my style. I'm definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. We are supporting Ukraine because we wanted to see Eurovision in Ukraine because that would mean that the war is over and that would be amazing. That's the meaning. Twitter-Chef Elon Musk hat seine Nachfolgerin gefunden. In einem Statement gab er aber noch nicht an, um wen es sich genau handelt. Die neue CEO werde ihren Dienst in rund 6 Wochen antreten. Der Tesla-Milliardär erklärte in einem Tweet, dass er künftig als Executive Chairman und Chief Technology Officer fungieren werde. In einer von ihm selbst lancierten Twitter-Umfrage hatten ihn Millionen Nutzer zum Rücktritt aufgefordert. Schon damals hatte er versprochen, bald einen Nachfolger benennen zu können, der dumm genug sei, den Job zu übernehmen. Portugal will strenger gegen das Rauchen vorgehen. Ein neues Gesetz soll Rauchen in Außenbereichen in der Nähe von öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Universitäten und Krankenhäusern verbieten.
Außerdem wird der Verkauf und die Vermarktung von Tabakwaren im Land strenger kontrolliert. Ab 2025 sind Zigaretten und Tabakerzeugnisse nur noch in Tabakläden, an Tankstellen und Flughäfen erhältlich. Portugal verschärft damit eine europäische Richtlinie, die ein EU-weites Verbot von aromatisierten, erhitzten Tabakwaren vorsieht. Das Verbot gilt nicht für elektronische Zigaretten. In Fott in Ungarn entsteht das größte virtuelle Filmstudio Mittel- und Osteuropas. Die virtuelle Studiotechnologie ist heute das fortschrittlichste und am schnellsten wachsende Segment der globalen Filmproduktion. Früher drehten Filmemacher in traditionellen Studios oder vor Ort, doch jetzt ist es möglich, Filme schnell und effizient vor einer LED-Wand zu drehen. Aus Sicht des Publikums macht das keinen Unterschied. Es ist die Produktionsweise, die anders ist. 30%-kal gyorsabban és olcsóbban lehet filmet gyártani, kisebb a produkció ökológiai lábnyoma, és ami nagyon fontos, hogy a színészeknek is sokkal könnyebb ilyen letfal háttér mögött dolgozniuk, vagy letfal háttér előtt dolgozniuk. Eddig tipikusan zöld hátteres technológiával csinálták az ilyen jeleneteket, ahol a színész nem látta, hogy mi történik mögötte. Nem voltak tükröződések, nem volt visszajelzés, és nem volt azonnal produktum. Itt látja, hogy mi történik, sokkal könnyebb beleélni magát a helyzetbe, vannak tükröződések, és azonnal kész van egy tartalom, azonnal látható, hogy az jól sikerült, nem jól sikerült. Der Bau des größten virtuellen Filmstudios soll 10 Monate dauern und bis zum ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Die 11 Millionen Euro Investition könnte einige der weltweit größten Filmproduktionen und Streamingdienste nach Ungarn locken.